Jetzt bin ich dran mit dem realistischen Teil von The Rock. Als erstes habe ich mit Tesa einen Teil vom Gesicht abgedeckt und dann mit Pastellfarben habe ich angefangen, das Gesicht auszumalen. Zuerst habe ich die Hauttöne gemacht, dann die Augen, noch ein paar Details, auch in dem Bart und dann das Tesa entfernt. Und dann dachte ich mir, ich werde so richtig kreativ und male mit Blau, aber der wurde eher mehr wie der Genie von Aladdin.